Dr. Alice Weidel, unsere Spitzenkandidatin auf dem Listenplatz 1 in Baden-Württemberg und, darauf bin ich natürlich als Landesvorstand in Baden-Württemberg ganz stolz, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern sie ist auch die Spitzenkandidatin im Bund zusammen mit Alexander Gauer. Ja, schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürger. Schön, dass Sie heute so zahlreich hier erschienen sind. Wir nehmen uns einfach als AfD das gute demokratische Recht, in vielen Punkten eine entschieden andere Auffassung zu vertreten als die Altparteien. Und das ist auch der Grund, warum wir sie aufmischen werden. Wir müssen nämlich die festgefahrenen Strukturen in dieser Republik aufmischen. Vom kleinen Mann am Fließband bis hinauf zum Bankdirektor haben immer größere Teile des Volkes überhaupt gar keine Lust mehr, dass dieses Land kaputt regiert wird. Der Taxifahrer, der durch Berlin, Hamburg, Köln fährt, hat keine Lust darauf, in seiner Stadt durch orientalische Brennpunkte zu fahren, in denen man nur noch Kopftuch, Burka und Minarette sieht. Die Bäckerin, die in aller Herrgottsfrühe aufsteht und zur Arbeit aufbricht, die hat überhaupt gar keine Lust mehr, dass sie sich als Frau nachts vor Überfällen ängstigen muss, weil unsere Regierung tatenlos zusieht, wie die Gewaltkriminalität in Deutschland eskaliert. Der Handwerker mit eigener Werkstatt hat keine Lust darauf, dass ihm der Staat die Hälfte von seinem schwer verdienten Geld wegnimmt und die andere Hälfte mit der Nullzinspolitik weginflationiert wird. Und die Kassiererin im Supermarkt, die hat auch gar keine Lust darauf, dass sie sich mit illegal eingereisten Scheinflüchtlingen rumschlagen muss, bei denen die anzügliche Bemerkung noch das harmloseste, der Ladendiebstahl und die Körperverletzung wohl das Schlimmste ist, was sie befürchten muss. Und der Bundeswehrsoldat, der für dieses Land sein Leben im Auslandseinsatz riskiert, der hat auch keine Lust darauf, dass eine verrückt gewordene Frau von der Leyen anfängt, die Bundeswehr in eine sozialpädagogische Spaßgruppe umzubauen. Das sogenannte Narrativ von den aufgeklärten Linken und den postfaktischen Rechten und die öffentliche Diffamierung von AfD-Politikern, das ist die einzige Waffe, die man gegen die AfD überhaupt noch ins Feld führen kann, weil die Realitäten geben uns nämlich recht. Und sie ist doch der letzte Strohhalm von Merkel, Schulz und Claudia Roth, nachdem die Strategie, uns zu Nazis zu erklären oder uns gleich ganz tot zu schweigen, bei den letzten 14 Wahlen nämlich auch nicht aufgegangen ist, gar nicht funktioniert hat. Wie kann das sein? Kann es vielleicht auch sein, dass es eine Politik der offenen Grenzen gewesen ist oder der unkontrollierten Zuwanderung, die uns gar nicht bereichert, sondern vielmehr schadet? Stellen wir uns vor, wir hätten seit 2005 unsere Grenzen sorgfältig kontrolliert und im Rahmen eines Einwanderungssystems nach australischem oder nach kanadischem Vorbild nur Personen nach Deutschland gelassen, die tatsächlich eine Bereicherung für unser Land gewesen wären. Ein funktionierendes Einwanderungssystem soll ja gewährleisten, dass wir Leute anziehen, die, vereinfacht gesagt, besser sind als der Durchschnittsbürger, der bereits hier lebt oder schon länger hier lebt. Der Einwanderung soll also unserer Gesellschaft von Nutzen sein. Nur dann haben sie einen Mehrwert, wenn man sich das einfach mal so in der Nettobilanz anguckt. Aber es sind in aller Regel Einwanderer, die gebildet sind, die keine Straftaten begehen, die nicht von Sozialleistungen abhängig sind und auch bereit sind, unsere europäische Kultur und Lebensart anzunehmen. Und stellen wir uns auch einfach mal ganz kurz vor, wir hätten nicht einfach jeden sogenannten Flüchtling, der zuvor durch ein Dutzend sicherer Drittstaaten gereist ist, hier in Deutschland aufgenommen, sondern uns konsequent an das geltende Recht gehalten. Kriminalität
ist nämlich immer ein Angriff auf die Freiheit und die Rechte unserer Bürger, sehr geehrte Damen und Herren. Und der deutsche Rechtsstaat... Der deutsche Rechtsstaat muss deshalb streng und unnachgiebig gegenüber allen sein, die sich an Leib und Leben und Eigentum unserer Bürger versündigen. Da bedarf es eines knallharten Durchgriffs. Als erstes müssen wir Ausweisungen von kriminellen Ausländern auch vollziehen. Der Vollzug ist richtig. Kriminelle Ausländer. Tragisch ist aber auch, dass kaum eine der bedeutenden politischen Fragen unserer Zeit sich mittlerweile von der Migrationsfrage trennen lässt. Es geht eigentlich mittlerweile gar nicht mehr. Besonders schwerwiegend wird die Migrationsfrage immer dann, wenn es zusammen mit dem Islam in Erscheinung tritt. Man wirft ja mittlerweile vor, also mir persönlich, darum kriege ich jetzt ja auch mittlerweile diese wunderbaren Titulierungen, ich wäre islamophob und würde damit liberale Grundüberzeugungen verraten, weil ich auf die negativen Erscheinungen des Islams hinweise. Ich hatte übrigens heute ein ganz interessantes Interview. Da hat mich der Journalist doch tatsächlich gefragt, ja Frau Weil, mit der Wahl von Ihnen ist ja die AfD nach rechts gerückt, ne? Ich habe recht. Cool, wusste ich gar nicht, aber gut. Also mal abgesehen davon, dass ich jetzt ja islamophob bin, dass ich sehr überrascht bin, wie die Medien es schaffen, hin und wieder doch die Existenz eines liberalen, freiheitlichen Flügels in unserer angeblich so dezidiert rechtsradikalen Partei zu entdecken, möchte ich mal in aller Deutlichkeit sagen, dass ich gerade als große Freundin der Freiheit unsere Pflicht sehe, vor dem politischen Islam nämlich zu warnen. Und ich möchte... nämlich mit meiner Familie auch im Jahr 2017 Weihnachtsmärkte in friedlicher Atmosphäre genießen. Doch leider ist dieser Wunsch nur noch ein Bild der Erinnerung, denn heute müssen christliche Feste in unserem Land, durch Polizei, Maschinengewehre und LKW-Barrieren geschützt werden. Und der Islamismus, das haben wir in Europa mittlerweile zur Genüge erlebt, bedeutet mittlerweile Terror im Quartalstakt. Und das ist eine unangenehme Wahrheit, aber sie lässt sich auf Fakten stützen. Die überaus eifrige Lobby an Apologeten, die jeden Zusammenhang zwischen dem Islam und Terrorismus abstreitet, muss deshalb endlich belehrt werden. Und das möchte ich hiermit tun. Am 18. April 1983 verübte ein Selbstmordattentäter einen Anschlag auf die amerikanische Botschaft in Beirut. 63 Menschen starben, der Täter war ein islamischer Terrorist. Am 11. September 2001, World Trade, islamische Terroristen. Am 23. Oktober 2002 wurde eine Theateraufführung in Moskau gestürmt, um 850 Menschen als Geiseln zu nehmen. Bei der Befreiung der Geiseln durch Sicherheitskräfte starben 170 Menschen, die Täter waren islamistische Terroristen. Am 11. März 2004 wurde in Madrid 10 Bomben im morgendlichen Zugverkehr gezündet, 192 Menschen starben, die Täter waren islamistische Terroristen. Am 1. September 2004 wurde eine Schule im kaukasischen Beslan gestürmt, um über 1100 Menschen als Geisel zu nehmen. Die Geiselnahme mündete im Tod von 385 Menschen, die Täter waren islamistische Terroristen. Am 7. Juli 2005 wurden 3 Bomben in der Londoner U-Bahn und eine Bombe in einem Doppeldeckerbus gezündet. 56 Menschen starben, die Täter waren islamistische Terroristen. Am Abend des 13. November 2015 töteten Paris mehrere bewaffnete Attentäter 130 Menschen. Seitdem herrscht in Frankreich der Ausnahmezustand, die Täter waren islamistische Terroristen. Am 12. Juni 2016 massakrierte ein Attentäter in einem von Homosexuellen frequentierten Nachtclub in Orlando, Florida, 49 Menschen. Der Täter war ein islamistischer Terrorist. Am 19. Dezember 2016 lenkte ein Attentäter ein LKW auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin und tötete 12 Menschen. Der Täter war ein islamistischer Terrorist. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie nicht ermüden, aber das, was ich Ihnen vorgetragen habe, ist nur eine kleine Auswahl aus der Geschichte des islamistischen Terrors.
so zu tun, als ob der Islam nichts mit dem Islamismus und der Islamismus nichts mit dem Terrorismus zu tun hätte, geht komplett an der Realität vorbei. Und so zu tun, als ob der in Europa vorherrschende Islam unsere freiheitlichen Werte teilt, ist ebenfalls augenwischerfrei. Letztes Jahr gab eine Umfrage, dass 52% aller britischen Muslime die Kriminalisierung von Homosexualität befürworten. Wohlgemerkt, es handelt sich dabei um ganz normale britische Muslime, nicht um besonders radikale Islamisten. 52% der britischen Muslime sind der Auffassung, dass man Homosexuelle einsperren, wenn nicht gar töten sollte, so wie es in vielen islamischen Staaten bis heute der Fall ist. Saudi-Arabien ist beispielsweise der Fall, Angela Merkel fliegt dahin, um sie über Frauenrechte aufzuklären. Das ist ein absoluter Witz. Wenn so etwas im 21. Jahrhundert in einem westeuropäischen Land möglich ist, dann bleibe ich dabei und stehe dazu, dass der Islam unter diesem Vorzeichen nicht zu Deutschland gehört. Und diesen Satz, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, den sagen wir nicht gegenüber den gut integrierten und gesetzestreuen Muslimen, die hier ihre Steuern zahlen und in diesem Land leben. Den sagen wir, weil wir als AfD für die Frauen, für die Andersgläubigen, für die Homosexuellen aufstehen, die gerne weiterhin in einem friedlichen und freien Deutschland leben wollen. Und im Umgang mit dem Islam fordern wir deshalb dringende Korrekturen in der Politik. Imame müssen sich zum Grundgesetz bekennen und in deutscher Sprache predigen. Nur so ist sichergestellt, dass wir Herr im eigenen Haus bleiben und mitbekommen, wenn radikales Gedankengut in den Moscheen verbreitet wird. Zweitens, wir wenden uns auch gegen die Auslandsfinanzierung von Moscheen und Moscheenvereinen. Es ist beispielsweise überhaupt gar nicht hinnehmbar, dass rund 900 DITIB-Moscheen in Deutschland vom staatlichen Amt für religiöse Angelegenheiten aus der Türkei finanziert und kontrolliert werden. Wir wollen das nicht. Es ist eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten unseres Landes. Und wir fordern auch, das sind auch heute die Journalisten nicht gefallen, Verfassung, zack, wie stehen Sie dazu? Wir fordern nämlich auch, die Vollverschleierung im öffentlichen Raum zu verbieten. Ja. Natürlich, da ging es auch. Frauen sind keine Menschen zweiter Klasse. Und es hat nichts mit Freiheit zu tun. Es hat nichts mit Freiheit zu tun, wenn wir es gestatten, dass aufgrund einer steinzeitlichen islamischen Theologie Frauen zum Tragen von Burka und Nidschab mehr oder weniger gezwungen werden. Das hat hier überhaupt gar nichts zu suchen. Und der Illiberalität. Und der Illiberalität des Islams müssen wir deshalb den kraftvollen Selbstbehauptungsanspruch einer freiheitlichen Gesellschaft entgegensetzen, die darauf besteht, dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung erhalten bleibt. Dafür sind wir nämlich da. Von links wird uns ja auch immer vorgeworfen, die AfD wäre eine Partei, die sich um die sozial Schwachen nicht scheren würde. Und auch dieser Vorwurf kann einer gründlichen Analyse überhaupt gar nicht standhalten. Diejenigen, die uns als unsoziale Partei hinstellen wollen, verkennen, dass die Lebensqualität unserer Bürger und vor allem der sozial schwachen Schichten nicht an einem Mangel staatlicher Fürsorge, sondern an einem Übermaß an staatlicher
Bevormundung leidet. Und dafür gibt es genügend Beispiele. Dank der EEG-Umlage steigen die Strompreise von Jahr zu Jahr. Man kann sich bei den Grünen und bei der Merkel bedanken. Und man kann sich vorstellen, dass dies vor allem die ärmeren Mitbürger besonders hart trifft. Allein für dieses Jahr wurde eine durchschnittliche Steigerung des Strompreises um mehr als 4% prognostiziert. Und ich weiß nicht, was daran eigentlich noch sozial gerecht sein soll, wenn das Ziel der Regierung in Berlin war, die Armen im Namen einer grünen Öko-Ideologie bluten zu lassen, dann wurde dieses Ziel, ganz ehrlich, vortrefflich erreicht. Aber nicht mit uns, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich stehe vor Ihnen, weil ich unser Land liebe. Ich habe eine Vision, eine sehr positive Vision, wie Deutschland aussehen soll. Ich möchte nämlich ein Deutschland haben, das in einem Europa freier und demokratischer Vaterländer ein guter Freund und Nachbar ist. Ich möchte ein Deutschland haben, in dem hart arbeitende Leute wieder von ihrer Hände Arbeit leben können. Ein Deutschland, in dem nicht der Staat alles wegnimmt und dem fleißigen Bürger die Hälfte. Ich möchte ein Deutschland haben, in der Eltern, die ihre Kinder in Liebe und Verantwortung erzogen haben, wieder von ihrer Rente leben können. Und ich möchte vor allem ein geordnetes und freies Deutschland haben, in der die großen Errungenschaften unserer abendländischen Kultur, die Demokratie, der Rechtsstaat, die bürgerlichen Freiheitsrechte und die Achtung und der Respekt vor Frauen wieder zu unumstößlichen Werten in diesem Land werden. Und dafür sehr geehrte Damen und Herren, wird die AfD kämpfen gegen alle Widerstände, gegen alle Lügen, Verleumdung und Angriffe, weil dieses Land eine Zukunft braucht und weil dieses Land, unser Vaterland, auch eine Zukunft verdient hat. Vielen herzlichen Dank. Geben Sie uns.